Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Folge des 22 auf dem PC hier auf der Murgrund. Ja, wir sitzen natürlich noch hier unseren Drescher drin, der ja angefangen hat gestern hier das letzte Rapsfeld zu ernten, für diese Saison jedenfalls. Ja, wir hatten gestern schon gesagt, dass wir werden es nicht ganz schaffen. Das ist jetzt natürlich die Frage, oder ob wir selber dreschen. Und dann müssten wir aber den Abfahrer als Autodrive einstellen, wenn es wird, ist nicht das Problem, ne? Dass wir den noch entsprechend rufen können. Aber so abwegig ist das gar nicht. Ich denke mal, gucken, ob wir dann schneller fertig wären hier wie Cosplay. Cosplay würde jetzt noch 34 oder 33 Minuten brauchen wollen. Ne? Wir könnten höchstens gucken, ob wir es schaffen in der Folge. Ne? Wir gucken mal, wo unser Abfahrer ist. Denn der sammelt hier Stroh, da müssen wir nichts weiter machen. Der wird fertig, dann steht er halt da. Genau, so, das hier ist er. Er hat abgegeben. Machen wir mal hier einen Drescher-Abfahrer draus. Drescher-Abfahrer. So, und wir sind ja jetzt aktuell auf Feld 3 unterwegs. Ne? Und da gucken wir mal, ob wir das schneller hinkriegen wie CP. Auch wenn der Multer fertig ist, naja, den müssen wir dann auch nicht umsetzen. Wir müssen dann sowieso erst das Rapsfeld wirklich erst mulchen wollen, damit wir das noch pflügen können. Ja. So, dann nehmen wir ihn hier mal raus. Den Kurs hatten wir eh plus temporär gespeichert, ne? So, und dann sagen wir hier erstmal Feld 03. Das sind auch. Der Abfahrer findet bei Bedarf. Denn den müssen wir dann schon relativ zeitig rufen. Damit wir nicht so viel Standzeit haben beim Abbunkern. Damit wir den womöglich während der Fahrt bunkern können. Weil den Abfahrer ist es ja eigentlich egal, ob er jetzt nebenher fährt oder nicht. Meine, sicherlich sind wir etwas schneller beim Wenden. Das will ich mal nicht ausschließen, aber ob wir das Feld denn wirklich schneller schaffen. Mal schauen. Wir werden jetzt eins machen. Wir werden kurz hier eine Leerfahrt runter machen. Dass wir nachher hier, hier die Bahn fahren. Dass wir nachher hier die Bahn fahren können. Aber wir brauchen unten und oben zwei Vogelwände. Sonst wird das nichts. Erstmal kräftig reingefahren, dann fahren wir auch ein bisschen was kaputt, ne? Weil ich nämlich eigentlich den Schnäppel hier noch mitnehmen wollte. Oh ja, draußen steht ja auch noch was. Ja, dann wären wir nicht schneller fertig wie CP, oder?
So, da fangen wir schon mal an, hier den Abfahrer zu rufen. Also er setzt sich zum Glück schon mal in Bewegung. Er hält ja sowieso nicht an. Also es ist wirklich so, also jetzt Autodrive, ne? Also CP ist da echt schneller dabei, bei der Sache. Er kommt nicht, er hält wieder an. Obwohl ich nichts gemacht habe. Außer das Rohr ausgeklappt. Ah, ist halt neu berechnet. So ein Quatsch. Hier wollte ich drauf drücken. So, voll. Voll. Er kommt nicht mit, oder? Komm! Ei, das nervt doch. Jetzt fährt das Rindvieh fort. Es gibt's noch nicht, da hängt schon ein Baum. Fünf Sätzen, ne? Ja, das Überbunker dauert. Können wir so schön während der Fahrt machen, ja.
So, wir werden ihn noch hier weiterschicken. Das Ausladen fährt. Weil der 54% drin, ne? Wie viele Bahnen werden es denn werden? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bahnen mehr werden es gar nicht. Wir werden aber jetzt hier genauso mal ein Beet machen, damit wir vielleicht die Chance haben, den Abfahrer mal zu rufen. So, 1, 2, 3. Dann fahren wir hier runter. Obwohl, wir hätten die andere nehmen sollen, oder? Halt, 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 kommt. Return, return, return. Hier, die nehmen wir. So, wenn wir Hochbahn fahren, werden wir sofort das Rohr ausklappen. Da müsste er dann auch fast schon da stehen, oder? Wo ist er? Ach ne, da unten fährt er rum. Okay, ja, gut. Bin mal gespannt, ob uns abbunkert, wenn wir ihn ja permanent rufen auf der Geraden. So, da vorne kommt, nee, da vorne kommt erst der Sammelwagen, ne? Ah, da hinten kommt der erste, ja gut. Dann fahren wir erst noch die Bahn bis hoch, bevor er steht. Naja, von der Zeit her könnten wir es schneller schaffen wie CP, ne? Wenn jetzt ein bisschen besser abgetankt wird. Weil alles kriegt man nicht rein in den Drescher, das ist klar. Wir müssen abgetankt werden.
Will einmal einrasten und geht weiter und Rohr raus. Oh, wo hat denn er eingerastet? Dachte eigentlich hier einzurasten. So, 47% sind drin. Mal sehen, ob wir abgebunkert werden oder ob wir voll werden bis 100%. Oh, diesmal fährt er drunter. Aha. Also ich werde nicht anhalten am Feldende. Tja, da sind wir schon mindestens der Hälfte oben vom Feld, ne? Oder von der Bahn. Tja, 17 Minuten geht die Folge jetzt schon. Wir klappen auch gleich wieder aus, ne? So, jetzt scheint er relativ leer zu werden. Da fahren wir noch weiter. Ja, was machen wir? Machen wir die vier Bahnen noch fertig? Ja, machen wir, oder? Wir fahren die hier gleich nochmal runter. Dann haben wir die anderen zwei noch, die kurzen. Und dann sind wir damit durch. Aber nichtsdestotrotz, wir sind ja jetzt bei 20 Minuten. Weil es waren ja schon ein paar Minuten vergangen von der Folge. Also 34 Minuten brauche ich hier nicht zu dreschen. Weil es ist klar, CP wendet deutlich länger, wie wenn man manuell das Ganze macht. Aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Weil auch wenn Autodrive hier nicht gleich hergefahren kommt, er kommt aber hergefahren. Klar hat der Drescher Standzeit, klar dauert es länger. Aber er fährt den Drescher an, es dauert länger, aber er erledigt das und ich müsste mich nicht drum kümmern. Ne? Das muss man ja eigentlich mal sehen. Ne? Klar könnte es einen Zacken schneller gehen, aber
Das passt schon. So, wir hatten ihn schon mal mit einer Trescherladung fortgeschickt. Ja, jetzt weiß ich nicht, was drin ist, aber mit zweiter Ladung, aber wie gesagt, ein Anhänger voll, mehr ist das nicht. So viel länger dauert es gar nicht. Ich glaube, wir waren bei 4 Minuten, wo wir gesagt haben, wir dreschen selber, oder? Kann das sein? Haben wir ja wirklich bis 20 Minuten gebraucht, statt 34. Das geht gar nicht. Eine Rapspflanze stehen lassen. Da fällt es wieder aus und dann wächst nächstes Jahr hier Raps. So, der letzten Quadratmeter. Fertig, würde ich sagen. Dann machen wir mal eins. Wir stellen ihn mal hier einfach um auf Werkstatt. Dann dürfte er nicht auf unser Rohr reagieren, dürfte hier stehen bleiben. Können wir abbunkern. Gut, dann sag ich mal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wer möchte, geht's dann hier am Samstag weiter, 16 Uhr. Session ist fertig. Mal gucken, was wir dann machen. Theoretisch könnten wir ein bisschen Gas geben und die Nacht überspringen. Aber mal schauen. Also bis dahin. Und tschüss.